Servus, grüßt euch zur Wochenwettershow für die Tiroler Zugspitzarena. Meteorologisch gesehen ist ja schon seit dem 1. März Frühling. In dieser Woche starten wir nun auch kalendarisch in den Frühling, denn am Freitag, den 20. März, ist Frühlingsanfang. Ski- und schneetechnisch sieht es allerdings immer noch sehr winterlich aus, wie zum Beispiel auch die Bilder unserer Livecam am Grubichstein zeigen. Da ist alles noch tief verschneit und die Pisten sind bestens präpariert. Und am Dienstag können wir die tollen Wintersportbedingungen auch gleich ausnutzen, denn es gibt viel Sonnenschein und nur ein paar lockere Wolken. Dabei wird es sehr mild, die Temperaturen steigen auf 11 bis 13 Grad, auf der Zugspitze werden maximal minus 2 Grad erreicht. Von Mittwoch bis Freitag geht es mit diesem schönen Frühlingswetter weiter. Der Mittwoch bringt uns Sonnenschein vom Feinsten. Danach werden die Wolken etwas zahlreicher und dichter. Am Freitagnachmittag und Abend können erste Regentropfen oder Schneeflocken auch nicht mehr hundertprozentig ausgeschlossen werden. Dabei wird es am Mittwoch nochmal bis zu 13 Grad mild. Danach gehen die Temperaturen etwas zurück. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was alles nötig ist und was hinter den Kulissen alles passiert, damit wir am nächsten Tag wieder auf perfekt präparierten Pisten fahren können, dann kommen Sie mittwochs um 13 Uhr zur Talstation der Bahn Grubich 2. Hier erfahren Sie, was im Hintergrund der Seilbahnstation alles passiert, welche Technik eine moderne Seilbahn antreibt und warum die österreichischen Seilbahnen zu den sichersten Verkehrsmitteln weltweit gehören. Melden Sie sich bitte an der Kasse der Bahn Grubich 1 an. Am Wochenende gibt es ein wenig Neuschnee. Es wird unbeständiger, kühler und es fällt zeitweise Regen oder Schnee. Am Sonntag schneit es dann sogar bis ins Tal hinunter bei nur noch maximal 2 Grad. Und auf der Zugspitze wird es dann eisig kalt mit Höchstwerten von unter minus 10 Grad. Am Montag ist der Spuk aber voraussichtlich wieder vorbei. Die Sonne kommt zurück und die Temperaturen steigen wieder an. Kommen wir zurück zum Samstag, den 21. März. Da steigt die Party des Jahres im Tiroler Haus auf der Ehrwalder Alm. Beim Schlager Open Air auf der Sonnenterrasse wird geschunkelt und gesungen, was das Zeug hält. Mit dabei sind Nordwand, Siegrich und Marina und die Jungs von Vox Club. Ab 12 Uhr mittags geht's los und das Beste, der Eintritt ist frei. Sie können entweder mit der Gondel hochfahren oder Sie erreichen die Alm auch zu Fuß. Das dauert ungefähr eine Stunde. Und zum Schluss noch ein kleiner Extra-Tipp von mir. Am Freitag ist nicht nur Frühlingsanfang, man kann in Deutschland und auch in Tirol eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Ja, und die Wetterbedingungen dafür sind rund um die Zugspitze gar nicht mal so schlecht. Also schnappen Sie sich eine Sonnenfinsternisbrille und werfen Sie mal einen Blick nach oben. Und damit sage ich Servus und bis bald.